Moin, heute mal ein Reizthema: Lügenpresse. Gibt es das überhaupt? Ich behaupte nein, ich behaupte, es gibt eine Lückenpresse, dass man bewusst oder unbewusst etwas weglässt und damit halt eine andere Schlagzeile generiert. Ich war eingeladen beim landwirtschaftlichen Verein Bruchhausen, das ist oben in Vilsen, Vilser Wasser kennt ja jeder, haben wir vor einem Jahr schon ausgemacht den Termin und da hatte ich dann vorher mit der Zeitung hier, Sieger Kurier, gehört zum Weser Kurier, glaube ich, ein wunderbares Interview geführt mit einer Dame, 1,5 Stunden, die hat das aufgenommen und hat das auch echt gut wiedergegeben. Ich habe auch gesagt, recherchieren Sie das bloß alles, ich erzähle Ihnen keine Märchen, muss ein bisschen aufpassen, was ich sage. Dann war ich, wie gesagt, vorgestern Abend da, waren über 200 Leute in dem Saal und ich habe auch gleich gesagt, Leute, ich bin kein Profi, ich erkläre die Lage der Landwirtschaft aus meiner Sicht in meiner Art und Weise. Also bitte offener Diskurs, ich möchte ganz gerne auch Kritik haben und habe gleich alle mitgenommen, bin auch mit dem Mikrofon immer durch den Saal hin und her und hatte dann auch von den über 200 Teilnehmern zwei, die jetzt nicht unbedingt meiner Meinung waren. Die eine Frau sagte, ich bin Grünwählerin und Herr Lee, ich finde es blöd, dass Sie die Grünen immer so kritisieren. Ich sage, ich kritisiere die Grünen grundsätzlich nicht, sondern halt die Personen, die jetzt sagen, sie wollen Klimaschutz und Umweltschutz und machen es nicht. So wie Frau Lemke und Herr Habeck, weil deren eigenen Ministerien ja sagen, die Mitarbeiter, hey, wir können Millionen und Abermillionen Tonnen CO2 einsparen, wenn wir beispielsweise die Laufzeiten der AKWs einfach jetzt 2 Jahre verlängern. Sagt übrigens auch in Wirtschaftsweise Frau Professor Dr. Grimm. Und dann hat sie ja gesagt, ja, okay, da haben sie natürlich recht. Aber dass sie auch mit Tierschutz und so und Tierwohl, das brauchen wir ja alles und Tierzahl halbieren, das ist doch keine Absicht der Grünen, ich sage, ja, liegt aber in den Rahmenbedingungen und wenn wir nicht mehr da sind, wird es viel schlimmer. Dann habe ich gesagt, passen Sie mal auf, ich zeige Sie mal und jetzt schaut mal hier, ich habe da so ein Video mal vorbereitet, das ist hier in Kolumbien. Ne? Und da seht ihr Tausende von Kälbern, die jetzt gefüttert werden, ne? Dann fahren die hier runter und da fahren die anderen wieder runter und das geht den ganzen Tag, die Muchachos fahren da hin und her. Dann habe ich einfach gesagt, das ist dann die Alternative, wenn wir nicht mehr da sind und sterben halt jeden Tag so viele bäuerliche Betriebe. Und dann war halt noch ein guter älterer Herr da, der sagt, oh, Sie polarisieren hier halt die ganze Zeit, Helly, und das geht gar nicht. Ich habe 10 Minuten reden lassen, habe mir dann 1000 Vorwürfe angehört und dann hat er aber selber polarisiert, indem er behauptet hat, und ihr Bauern, ihr kippt ja immer flächenweise, literweise euer Zeug da auf dem Acker. So, weil der Lohmeier im Raum ist natürlich auch durchgedreht dann, vollkommen zurecht. Und ich habe gesagt, das ist auch nicht ehrlich, aber wir können uns gerne danach unterhalten, eine Stunde. Ich habe noch Zeit, kein Problem. Ist dann leider gegangen. Gut, der gute Mann war dann von Attac. Vielleicht musste er das da machen. Und das Problem ist einfach nur, dass die Schlagzeile, die daraus entstanden ist und aus dem Abend, nun mal diesen Abend nicht wiedergibt. Das finde ich einfach unfair, den Verein auch gegenüber und auch den Menschen, die da waren. Ich will nicht immer recht haben, aber dummerweise war es nun mal so, dass jetzt hier nur die Schlagzeile auftaucht. So, was steht hier? Massive Kritik bei seinem Vortrag und naja gut, es ist so, ich bin kritikfähig, ist überhaupt kein Problem, wenn sie berechtigt ist, aber wenn wir nicht mehr in den Diskurs gehen können und dann halt auch ausgrund der Presse, weil die nicht da waren, denken, was war denn das für ein Scheißabend? Der Abend war grundsätzlich echt gut, weil wir da offen und ehrlich einen Diskurs angefangen haben. Wenn aber sowas als Schlagzeile rauskommt und dann auch der Kreislandwirt sich abends zu Wort meldet, danach anschließend nochmal mit der Reporterin, die das geschrieben hat, auch nochmal spricht, sie nichts verstanden hat davon, mit mir danach nicht spricht, kommt sowas zustande und das ist einfach unfair den Menschen gegenüber, die da waren. Und so lösen wir keine Probleme, sondern so schaffen wir Probleme, so schaffen wir Stimmungsmacher, was man mir immer vorwirft und genau das Gegenteil passiert so. Unehrlich, Freunde.